Ja, hallo meine stillen Freunde, wir haben heute ein weiteres Video und zwar zum Thema Trainingsplan. Ich habe es euch versprochen, dass wir weitermachen mit den einzelnen Bestandteilen des Trainingsplans und heute haben wir die Frequenz, die Frage, trainiere ich jede Muskelgruppe einmal, zweimal, dreimal oder x-mal die Woche? Das wollen wir heute so ein bisschen klären. Fest steht, und ich denke mal, damit geht der ein oder andere, beziehungsweise die meisten zumindest erstmal d'accord, dass zweimal die Woche jede Muskelgruppe zu trainieren effektiver ist, als es einmal nur zu tun. Das haben sie halt auch in Studien jetzt hier und da schon mal nachgewiesen, dass zum Beispiel in der einen Studie war es so, dass im Vergleich zweimal eine Trainingseinheit anstatt einmal 40% mehr Erfolg gebracht hat. Also das ist schon erheblich. Wichtig ist hierbei auch wieder zu beachten, Grenzen von Studien. Bei der Betrachtung zu sagen, okay, ich mache eine Trainingseinheit statt einmal die Woche, zweimal die Woche, bedeutet natürlich gleichzeitig, dass ich nicht nur die Frequentierung ändere, sondern halt auch das Volumen. Was nicht geschlussfolgert werden kann, ist zum Beispiel zu sagen, okay, wenn in dieser einen Trainingseinheit das doppelte Volumen im Vergleich zu diesen zweien gemacht würde, also sie im Endeffekt genettet wieder das gleiche Volumen fahren würden, was da das Ergebnis wäre. Also nur noch mal, um euch so ein bisschen zu sensibilisieren, was Studien angeht. Eine andere Studie hat gezeigt, dass zwar ein positiver Effekt zwischen dreimal anstatt zweimal die Woche Training vorliegt, der war jedoch nicht statistisch signifikant, was letzten Endes so viel wie bedeutet wie, also mit anderen Leuten hätte man zu anderen Ergebnissen kommen können. Also das ist nicht ausgeschlossen, deswegen nicht statistisch signifikant. Also man kann nicht wirklich fest sagen oder mit höchster Wahrscheinlichkeit, okay, dreimal ist auf jeden Fall besser als zweimal. Hierbei ist natürlich genau das gleiche wieder zu beachten. Grenzen der Studie, Frequentierung und Volumen ändert sich. Also was brauchen wir eigentlich? Eigentlich brauchen wir zusätzlich noch Studien, die quasi untersuchen, okay, was ist, wenn ich die Frequentierung ändere, aber das Volumen quasi gleich bleibt, um wirklich eine, ja, um wirklich eine richtige, treffende, feste Aussage machen zu können. Vielleicht noch Push-Pull-Beine, Oberkörper, Unterkörper vergleichen. Da spielen immer ziemlich viele Variablen rein und man kann nicht immer gleich sagen, ja, die Studie hat es gesagt, also ist es auch so. Nur mal um ein bisschen ein paar Denkanreize, was Studien angeht, hier zu setzen. Also können wir erstmal nur sagen, in dem Moment, wenn wir diese Studien haben, zum einen entweder sechsmal die Woche Push-Pull-Beine, also jede Muskelgruppe zweimal, dann viermal Oberkörper, Unterkörper, also auch zweimal jede Muskelgruppe oder sechsmal Oberkörper, Unterkörper, wo wir dreimal die Woche jede Muskelgruppe mit drin haben, würde alles erstmal rein theoretisch zum gleichen Effekt führen, wenn wir jetzt mal diese nicht statistische Signifikanz mit reinnehmen. Warum ich mich jetzt persönlich für sechsmal die Woche momentan Oberkörper, Unterkörper entschieden habe, ist, dass in anderen verschiedenen Studien natürlich nachgewiesen wurde, dass die Protein, mir fiel gerade das Wort nicht ein, beziehungsweise ich wollte gerade was anderes sagen, dass die Proteinsynthese nur, also besonders bei fortgeschrittenen Athleten, 48 Stunden durch die entsprechende Trainingseinheit der Muskelgruppe stimuliert wird, was zur Folge hat, dass wir natürlich optimaler, rein theoretisch, wenn es um die Stimulation der Proteinsynthese geht, besser fahren würden, wenn wir alle zwei Tage trainieren, anstatt alle drei Tage. Und das ist jetzt die Denke, die mich erstmal zur vorläufigen Entscheidung führt, dass ich jede Muskelgruppe momentan dreimal die Woche trainiere. Und andere Aspekte sind natürlich noch Volumen, Intensität etc. etc., wo wir in den nächsten Videos zukommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es bitte, kommentiert es doch bitte gerne und wir sehen uns beim nächsten Video.